So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, ich hänge fest und ich wollte eigentlich eine Plündertour machen. Aber das macht mich hier so brutal an, dass ich jetzt hier aber plündern muss hier vorne. Also ich wollte eine Plündertour starten. Eigentlich, guck mal, da ist ein Reifen. Eigentlich da drüben auf der Insel. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich habe hier nämlich einen neuen Hai entdeckt. Glaube ich zu meinen. Und diesen neuen Hai möchte ich vielleicht bejagen. Ja, man kennt das ja nicht anders, ne? Mann, weiß, stark, groß, so wie ich, ne? Und was Neues muss getötet werden, keine Frage. So, pass auf, das müssen wir mal mitnehmen. Das hier? Das ist auch nicht so, ne? Das ist irgendwie bei Gegenbollett einfach, ne? So, haben wir hier ein Luftloch hier, wo wir da atmen können? Ja, geil. So, da das alles nass geschehen ist, mache ich das jetzt eben halt nass. Das sind Dings, kann ich die mitnehmen? Nee, ne? Die sind nicht so mitnehmen gedacht. Okay. Open that door! Mal gucken, was da drin ist. Oder da draußen. Die Dinger sind mir alle vom Hexen ein bisschen abgebrochen. Ach, nee, ich komme da gut raus. Ne, da ist nichts. Das ist ein bisschen buggy, ne? So muss ich sagen. Mit den Wracks und wirklich die Türen und hier und dann hast du nicht gesehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Auch jetzt gerade mit dem großen Wrack. Das ich übrigens komplett habe jetzt. Also, pass auf. Dann machen wir es so. Dann schnüren wir da noch die Kiste daran fest. Hm? Nehmen wir uns mal hier ein Seildingens. So. Ich habe übrigens schon eine neue Klasse. Ach, guck mal, hier habe ich ja noch. Habe ich ganz vergessen. Eben gerade passiert, aber schon vergessen. Auch nicht schlecht. Ich habe übrigens eine neue Klasse. Dieses Schiff hat jetzt Manscraft. Shift heißt das. Nee, Quatsch. Manscraft Ship. So heißt das Ding jetzt. Keine Ahnung, was es sein soll. Bestimmt irgendwas super cooles, hoffe ich doch mal. Und, ja. Wow, wo die einfach hinfliegen, ne? So übertrieben weit. Jetzt ziehe ich auch mal hierher. So, schön hier ablegen. Wir brauchen normalerweise nur zwei, aber hey, das ist, das ist nicht so schlimm. So, wollen wir duschen. Da hätten wir den doch. Nehmen wir den, komm. So, oh, kein Hammer. Oh, immer habe ich den, ich habe den gerade weggelegt und dachte, hey, den brauchst du jetzt erstmal nicht mehr. Wer, ich komme über dieses scheiß Ding nicht rübergelaufen, ich glaub's nicht. Wer hätte es erahnen können, dass ich hier nochmal einen Hammer brauchen muss, oder? Missbrauchen. So. Jetzt ist der Hai wieder da. Wer hätte das denn jetzt erahnen können? Er war gegangen und ist jetzt wieder da. 17 Pfeile, 17 Speere hat der letzte gebraucht. Alter, Leute, komm. Hier stehen zwei Reifen daneben. Verarscht mich doch jetzt nicht. So, komm. Hopp. Ja, es war klar. Jetzt, wo der Hai da ist, dann muss man ja doch direkt mal wieder ins Wasser reinspringen. Wir lieben den Kick. Ein bisschen länger würde ich den schon machen, hier den Vogel, ne? Apparat hier. Lass den jetzt mal hier anpieken. Das geht in Ordnung. So, pass auf. Ihr habt es gesehen, wir haben es jetzt hinter uns gebracht. Pass auf, lass es den nochmal ganz kurz wegbringen, diese andere Kiste. Oh, komm. Beweg dich doch mal, Bacon. Das Spiel ist crazy. Ich glaube, das ist mit OBS. Hat das was zu tun. Glaube ich. Mal. Ja. So. Ich wollte mich ein bisschen Holz plündern gehen. So, aber vorher wollen wir mal reingucken. Was haben wir hier? Eigentlich nichts, was wir wirklich brauchen, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich frag mich,
trotzdem, wofür diese Ruder sind. Diese Aircraft-Ruder, die ich vom Megalodon gekriegt habe. Ich weiß damit überhaupt nichts anzufangen. Weil mein Hubschrauber ist fertig, soweit. Und mal gucken. So, und jetzt schubst du das Ding. Alter, wo backen wir fest? Hier irgendwo. Okay, komm. Warum zieht der den so doof? Weil wir bestimmt unbedingt noch in so eine scheiß Schildkröte, ich meine, gesagt, reinlaufen müssen. Ja, wir sind dran vorbei. Geile Nummer. Muss man ja auch mal sowas feiern, sowas Kleines einfach mal, ne? So, jetzt haben wir tatsächlich das Wrack gesehen. Hier ist echt tote Hose, da war nichts los. So, und jetzt wollen wir rübergehen. Nicht diese Insel, das ist eine felsige Insel. Und die wollen wir plündern gehen. Und davor befindet sich ein Ungetüm. Und dieses Ungetüm wollen wir erleben. Wir erleben das erstmal. Erlegen wollen wir es natürlich, ne? Nicht erleben. Das ist ja, gibt's ja gar nicht. Dann kommen wir auch nochmal einen zweiten Sieger rauf. Ich bilde mir dann mal ein, dass wir schneller fliegen damit. Das Wasser. Unser Kiel schneidet die See. Mein Popösen tut ein bisschen weh hier. Was geil da los? Sitzt zu lange auf dem Arsch heute den ganzen Tag hier, ne? Aber eigentlich gibt es doch Popomuskeln, oder? Richtig, so richtig schwingt. Und zwar fett, aber so einen geilen Arsch. Wisst Bescheid, ne? Was war das denn? Ist da was rausgesprungen? Nee, ich habe mir das eingebildet. Und zwar dieser Fisch, der schwamm, das Tier schwamm wie so ein Schwertfisch. Immer so und dann so zack, 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 ganz schnell. Und den wollen wir jagen, tatsächlich. Ich hoffe, und der war auch antiaggressiv. Er schwamm uns eigentlich nur hinterher und schwamm um unser Boot herum. Aber er sah nicht unbedingt so aus, als würde uns irgendwie... Ne? Genau. Als würde er uns irgendwie angreifen oder unser Boot umschubsen wollen. Hier so mitten auf dem Ozean hier, ne? Ist das ein Wrack? Ja. Bin gespannt, ob wir den wiederfinden. Aber dafür müsste man mal zuhören. Dafür müsste ich tatsächlich mal still und leise sein, aber hey. Ich und still und leise. Der war gut, ne? Ja. Könnten auch hier gleich irgendwo landen. Im Wasser mal Anker werfen. Und einfach warten. Was haltet ihr denn davon? Der sah auch nicht groß aus, das muss ich auch noch sagen. Ist das die richtige Insel überhaupt? Ja. Ich glaube schon, warte mal, lass mal kurz Anker werfen. Anker, Anker. Also hier rein. Ist es die richtige Insel? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auf einmal nicht mehr. Oder war das die Insel, richtige Insel hinten? Oh mein Gott. Es gibt hier so viele Inseln einfach. Ich wollte ja eher Sperre sammeln. Das können wir nämlich auf dieser Insel nicht direkt auch gleich mal mit erledigen. Warte mal, wofür habe ich Leder jetzt am Start? Quatsch, hier hinten. So. Es war hier auf jeden Fall. Sollen wir jetzt die ganze Zeit hier warten?
Würde mich aber echt jetzt ärgern, wenn er jetzt nicht kommen würde. Zumal habe ich das öfters so ein Gefühl gehabt, als wären da irgendwelche Haie da. Gerade wenn man auch weit auf dem Ozean raus schwimmt. Das ist aber nicht. Auch Kacke. Das ist ein anderer Hai. Das, wenn man weit auf dem Ozean raus schwimmt, dass da andere Exoten rumschwimmen tatsächlich. Aber das ist der wirklich nicht. Und das ist ja schade. Das ist, glaube ich, normale Tiger-Shark. Hm? Tigerhai. Ach, das ist echt schade, Freunde. Sollen wir denn... Ja, wir müssen ja sowieso jetzt gleich zur Insel fahren. Naja. Der Mugby dazu. Ärgert mich so ein bisschen. Aber vielleicht will er auch nicht... Vielleicht greift er auch nur sich bewegende Gegenstände an. Also weiß man ja nicht. Oder Objekte. Schon so ein bisschen schade, ne? Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Erweiterung für unser Boot dann hinten zusammen. Drei Teile will ich eigentlich noch anbauen. Guck mal, tatsächlich sehe ich jetzt schon. Das ist ja cool. Die Dinger leuchten aber auch wie Sau, ne? Diese Kügelein. Komm, ich fahre, will hier rechts abbiegen und so. Machen wir doch mal. Nicht hier Kollisionskurs und so. Nee. Ja, Kollisionskurs und so. Oh, scheiße. Na, dann sei uns gewiss. Die Dinger sacken wir auf jeden Fall jetzt ein. Wow, warum freest denn das immer so jetzt auf einmal? Eine Zeit lang läuft immer echt alles klasse und dann... Leco Mio und so weiter, ne? Wie die alle durcheinander fliegen. Leute, Freunde, bleibt alle mal hier. Oder rollt zusammen, das ist auch okay. Dann musst du aber auch dahin rollen. Das Gute ist, die kann man einfach so aufsammeln, ne? Das ist schon schön, ja. So, 5 Stück brauchen wir für diese Vögel. Da Happy's. Boah, Murder Freeze. Unglaublich. Mach ich leiden, ne? Und dann noch einmal so spitze hinten hin. Die könnte man so hier so hängen lassen, so, ne? Oh, guck mal, es wird tags. Das ist ja mehr als praktisch gerade. Aber warum freeze das gerade so? Finde ich doof. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt aktuell einen Hammer brauchen. Den Hammer packe ich mal wieder weg. So. Das mit Hai ärgert mich intensiv, ne? Das macht mich schon so ein bisschen grantig dann auch. Denkst du, hey, zeig's mal der Community was Cooles. Und ein Arschloch, ne? Ja, ja, das ist das halt. Nehmen wir nicht, wir haben noch genügend schon. Tigerhai habe ich gar keinen Bock zu jagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So viele getötet. Aber die glänzen durch. Das ist auch wieder so eine Sache. Da. Oh, sehr cool. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Den tue ich mal da rein. Haben wir eigentlich noch irgendwo einen da? Einen Start irgendwo? Mal gucken. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was mein Inventar so sagt. Mein Gott. Alles leer, ne? Dafür wollte ich ja auch jetzt Holz jagen gehen. Das schaukelt alles hier, meine Güte. So, jetzt unten. Das ist Mitte. Hä? Moment, habe ich dasselbe unten wie in der Mitte auch? Nee, das ist nur eine Puddel. Blöde der Hai, ey. Und ich schwimme ihn direkt an. Oh nein, da war ein Seeigel.
Oh, bitte nicht. Oh, geht das schon wieder los? Die Sucherei nach irgendwas. Oh, fuck, ey. Oh, sowas ist echt ärgerlich, Freunde, ne? Sowas ärgert mich. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, ey. Das ist schon echt ätzend, dass ich jetzt wieder Pipi suchen darf, ey. Den habe ich im letzten Moment gesehen, den Seeigel, ey. Fuck you, ey. Drecksseeigel. Und ich glaube, das letzte Pipi habe ich hier tatsächlich von dieser Insel genommen. Das versaut einen richtig den Tag, ne? Wir müssen uns befreien und müssen weitersegeln. Das nützt alles nichts. Dann müssen wir jetzt in die Welt hinaus. Keine Ahnung, wohin ich jetzt nochmal zweimal Pipi ergreifen soll. Und ich bin auch am Verdursten. Und, boah, es hat jetzt gar keinen Zweck. Eigentlich, wir könnten eigentlich kurz Schluss machen und hier wieder nochmal von neuem hinsegeln. Ich glaube, das hat mehr Sinn, als wenn wir das woanders hinsegeln, ja.